Wir machen weiter im großen Schuhpalast. Mir fällt jetzt erst eigentlich auf, dass die Schubs eigentlich eine ziemlich gute, wie soll man sagen, ein gutes Gespür für Inneneinrichtungen haben. Oh, da oben ist ja noch ein Block. Ach ja. Okidoki. Tja, die Schubs, die Böden hier und so, eigentlich haben sie von Inneneinrichtungen schon was verstanden. Tja, okidoki, wir sind wieder hier in diesem unteren Bereich und kommen jetzt endlich hier auf diese obere Etage rauf, nachdem wir im letzten Part ja im Keller der Schubs drinnen waren, wer das ja noch weiß. Die haben uns ja mit einem Jump, oder war das unabsichtlich? Ich glaube eher, das war unabsichtlich. Also das war von den Schubs gar nicht geplant. Der Jump hat einfach nur aus Versehen... Moment mal. Okay, Moment. Ich überlege gerade ein bisschen. Nämlich, jetzt sind wir ja endlich mal hier oben. Genau, hier können wir endlich da rein. Achso, Moment mal. Einen Moment mal. Okay, ja, also ganz ruhig mal. Wie kommt man darüber, wenn ich fragen darf? Hier muss irgendwas sein. Muss ich mich da reinbohren? Rein theoretisch müssten wir ja... Ach so. Ich kann da einfach rüberspringen. Muss man auch mal drauf kommen. Ich meine, die Sprungmechaniken sind ja in den Mario-RPGs generell nicht so ausgereift. Okay, aber jetzt mal zurück zum Thema. Jetzt wissen wir, erinnert ihr euch, vor zwei Parts war das, glaube ich, da habe ich ja überhaupt nicht richtig mitgekriegt, wie man hier raufkommen sollte. Ich habe gedacht, wie komme ich da endlich rauf? Habe alles mögliche versucht, wer das noch weiß, in den letzten Parts. Oh Mann, das war wirklich sehr interessant. Okay, hier oben haben wir einen Ghoul Guy. Oh, und einen Super Bob Omb. Den machen wir am besten gleich mal kalt, denn die können... Na gut, er hat bislang noch nie angegriffen im Let's Play. Also kann ich es nicht beurteilen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie meine Baum heißen, sind Super Bob Ombs, weil sie verständlich super stark sind. Okay, die Ghoul Guys hier... Haben wir in dem Let's Play, also im letzten Part, wo wir die bekämpft haben, eigentlich schon mal einen richtig besiegt? Ich meine, naja. Im letzten Part haben wir auch viel über die Verkaufszahlen von der Paper Mario-Reihe gesprochen. Und mir kommt so vor, weil sich halt Teil 1 und 2 von Paper Mario nicht so gut verkauft haben, verändert sich jetzt das System ganz. Ja. Es hieß ja angeblich auch, bei diesem Club Nintendo haben ja viele bei Super Paper Mario, soweit ich weiß, angegeben. Die Story war nicht so gut, wahrscheinlich weil das erste Beispiel war. Und deshalb haben sie die Story einfach rausgelassen, was ehrlich gesagt nicht gerade eine gute Idee war. Überhaupt keine gute Idee. Tja, okay. Aber darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Oh Gott. Man merkt schon deutlich, den Part nehme ich spät am Abend auf. Ich bin müde und ein bisschen unkonzentriert. Okay. Ich denke mir, ja, hier gibt es noch jede Menge Items, die würde ich ja gerne mitgehen lassen. Also, mal um unsere Situation hier in dem Spiel erstmal ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben im letzten Part nämlich, wir waren im Keller unten, haben einen Jump bekämpft, kann man sagen. Naja, und wir haben ja schon Prinzessin Peach über einen Bildschirm gesehen, wer das weiß. Ein Bildschirm, das haben wir ja gesehen, wie Peach da, sie ist ganz oben auf der Prinzessin Schub-Statue drauf. Ja, und da müssen wir jetzt rauf. Tja, und ich vermute mal, diese eine Röhre wird uns da raufführen. Also der Jump hat jetzt leider die Rohrleitungen umgeschlossen, weshalb wir nicht über eine Röhre nach oben gelangen können. Aber mit einem anderen Weg geht das sicher auch. So, zum einen mal, genau, hier waren ja so viele Items irgendwo. Ihr merkt übrigens, die ganzen Gegner hier sind weg. Also ich habe da schon einige Gegner besiegt. Offscreen, Freiorden. Ja gut, das Ohrensystem in dem Spiel ist jetzt doch nicht der Brüller, kann man sagen. Oh Mann, was würde ich dafür geben, dass das gute alte Ohrensystem aus den Paper Marios wieder irgendwo mal auftaucht. Naja, reden wir in dem Part mal über die Verkaufszahlen der Mario und Luigi Spiele. Also bei Mario und Luigi war es immer so, dass alle Teile sich gleich gut verkauft haben. Also da war es nicht irgendwie so, ja... Das hat sich schlecht verkauft und dementsprechend müssen wir das ganze System ändern. Ich meine, bei Mario und Luigi, da wird das System... Na gut, Nintendo hat ja offiziell bestätigt, dass Mario, das Paper Mario nur deshalb so komisch verändert wird, weil es zu große Ähnlichkeit mit der Mario und Luigi Serie hat. Was meiner Meinung nach riesengroßer Quatsch ist, denn... ernsthaft, Nintendo? Mario und Luigi ist was komplett anderes. Das ist ein komplett anderes Kampfsystem. Das hat überhaupt nichts mit Paper Mario zu tun. Außer dass es beide mit Mario in der Hauptrolle sind. Na gut, es ist ja auch nicht der gleiche Mario. Nur der Titel ist fast gleich. Und dass es beide RPG sind. Aber das ist Nintendo. Das ist nicht das gleiche. Macht ein richtiges... Nein. Ich glaube, da oben war so ein Block, oder? Ja, hervorragend. Damit können wir die zwei wieder zurückholen. Okay, dann muss ich jetzt leider den ganzen weiten Weg nochmal entlang latschen. Jöp. Okay.
Aber mal zurück zu dem Thema, das ich gerade angesprochen habe. Warum wird bei den Mario und Luigis das System nicht verändert? Ja, ganz klar, alle haben sich gleich gut verkauft, aber bei Mario und Luigi habe ich mittlerweile leider auch nicht mehr viel Hoffnung, dass diese Spiele besser werden, denn... Einen Moment mal, ich gehe jetzt mal nach rechts, denn wir müssen ja auch da, genau hier entlang. Ich verstehe es nicht ganz da oben. Ich gehe ehrlich gesagt mal den Weg, nämlich aus einem bestimmten Grund. Ihr werdet gleich sehen, warum. Jetzt gehen wir mal ganz nach rechts. Ich höre im Hintergrund gerade eine Katze. Okay, da unten haben wir noch einen von diesen Typen. Und auch einen von den Typen. Die habe ich letztes Mal vergessen auszuschalten. Ein bisschen kämpfen muss sein. Nein, Schubswurf. Schubswurf. Eieieiei. Für den Abgenossen müssen wir Baby Mario heilen. Moment mal. Das machen wir am besten mit einem schönen Puncher. Das ist, glaube ich, besser. Also wenn wir da jetzt mit simplen Attacken drauf gehen. Was hat Schubswurf hier in dem Stock zu suchen? Der ist normalerweise nur im Keller oder im ersten Stock. Ja, der ist doch kein Erdgeschössler. Und wenn man das so nennen darf. Naja, gut. Die Attacke hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Okay. Ja, ich habe absichtlich Schubswurf angegriffen, nämlich weil, weil ich genau weiß, dass der Golgeil sich bei einem anderen Gegner mit ihm fusioniert. Das haben wir ja im letzten Part schon gesehen. Tja, Mario und Luigi's haben sie eigentlich generell sehr gut verkauft, weil die Mario und Luigi's halt immer exklusiv zu den Handhelds waren. Und ihr wisst ja, bei den Handhelds, die Handheld-Konsolen, die verkaufen sich halt viel besser als die Mario und, was rede ich? Also Handhelds verkaufen sich ganz klar besser als Home-Konsolen, nämlich weil man die halt überall hin mitnehmen kann. Ihr wisst ja, Handhelds kann man überall hin mitnehmen und das war schon früher beliebt. Also wer weiß, der Gameboy hat sich ja 118 Millionen Mal verkauft, also 118 Millionen Gameboys existieren weltweit. Ich glaube sogar noch mehr, aber einige wurden halt nicht verkauft, aber war echt erstaunlich. 132 hat er eigentlich an Energie, das habe ich nicht gewusst, dass der so viel hat. Okay, gut. Was wollte ich sagen? Tja, der Gameboy, das ist ja echt erstaunlich, als ich danach geguckt habe, wie oft sich der verkauft hat. 118 Millionen Mal! Also da merkt man, da konnten NES und SNES nicht mithalten. Oh ja, das war... Moment mal. Was zum... Jetzt bin ich ernsthaft den Falschen. Ich wollte ja deshalb absichtlich zum anderen rübergehen. Na gut, dann latschen wir eben wieder zum anderen zurück. Ich denke mir ja, wir müssen ja die erwachsenen beiden zum anderen Dings rüberkriegen, damit sich das öffnet. Okay. Also zum einen mal, dann hat man, der Gameboy, der war ja auch beliebt. Damals hatte jeder, egal ob erwachsen oder Kind, jeder hatte früher irgendeinen Gameboy. Ich war zwar zu dieser Zeit, dass die Gameboys in waren, noch nicht am Leben, aber damals, ich kann mir schon gut vorstellen, das ist ja heutzutage mit dem Nintendo DS. Der Nintendo DS war ja dann noch beliebter und ich denke so, ja wirklich, jedes Kind hat ein Nintendo DS, jedes zweite Kind hat ein Nintendo DS oder ein Game Boy. Und das war echt eine Angelegenheit, kann man sagen. Also, das ist echt, wollen wir mal schauen. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Schön, wenn ich die Erwachsenenbeine einfach herbeamen könnte. Okay, da haben wir ein Böhnchen. Hier ist Böhnchen. Tönchen. So. Naja, und der Gameboy, die Handhelds, die sind halt generell, weil für eine Home-Konsole braucht man, vor allem auch bei den neueren, sehe ich immer das Problem, da braucht man einen HD-Fernseher mit Kabel und so, und das ist immer eine Angelegenheit. Also, HD-Fernseher und so. Also so, jetzt können wir mit Mario und Luigi hierher und mit Baby Mario und Baby Luigi müssen wir jetzt da hin zurücklatschen. Ich beschleudere, ich mach das ein bisschen schneller. So, okay. Wo war ich gerade stehen geblieben? Handhelds, ja, und Home-Konsole, da braucht man halt einen gescheiten Fernseher, um das anschließen zu können, Equipment und so. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das mit den Handhelds auch, die Handhelds, die fahren auch viel einfacher hoch als die Home-Konsolen. Ich kann es irgendwie verstehen, aber auch nicht verstehen, dass die Handhelds so viel besser gehen. Aber zum einen mal, die Home-Konsolen sind grafisch gesehen viel besser, also nicht nur ein bisschen besser, sondern wirklich viel besser. Also ich persönlich zocke viel lieber auf Home-Konsolen als auf Handhelds und dementsprechend, ja... Hey, da ist gerade eine Katze im Raum, eine von meinen drei Katzen im Moment. Bitte nicht am Sofa kratzen. Naja,
muss man sie darauf hinweisen. So. Gut, also jetzt sind wir hier mit den Erwachsenenbeinen. Latschen wir jetzt da zu dem anderen Raum darüber. Hm? Mein Gott, die Worte liegen mir heute auf der Zunge. Diese Hintergrundgeräusche von den Katzen. Jetzt schart sie irgendwie beim Boden. Was machen die da hinten? Die verstecken sich immer in diesem Schlitz hinterm Sofa. Wer Katzen hat, weiß bestimmt, wovon ich rede. Okay, gut. Ich hoffe mir aber jetzt endlich mal ein bisschen weiterzukommen. Wir sind jetzt 10 Minuten lang nur hier unten herumgerannt. Was machen die da hinten, wenn ich fragen darf? Ne, wirklich. So. Alle. Und hüps. So lässt sich arbeiten. Und hüps. Und hüps. Na, endlich haben wir das hier. So, jetzt öffnet sich das da. Okay. Gut, ich bin gerade voll abgelenkt wegen den Katzen im Hintergrund, ja. Ich persönlich zocke aber dennoch lieber auf Home-Konsolen. Aber ich kann ehrlich gesagt den Hype um die Handheld-Konsolen doch irgendwie nachvollziehen, kann man sagen. Denn, ja, ist irgendwie nachvollziehbar, dass die Leute lieber Handhelds sich kaufen, weil sie da nicht so viel installieren müssen und so. Bei der Wii U war das voll ätzend. Ich meine, bei der Wii U, ich denke, das ist auch irgendwie so ein Grund, warum die Wii U nicht allzu beliebt war. Nämlich, weil bei der Wii U, da musste man erst nicht viel machen, bevor man endlich mal loszocken konnte. Was ist denn aus den schönen alten Zeiten von GameCube und N64 geworden, wo man einfach Kassette rein und losgezockt hat. Oder Disc rein beim GameCube der Fall. Na Mann. Die guten alten Zeiten. Naja. So, jetzt gehen wir aber die da in die Röhre rein. Und ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wo die hinführt. So. Schätze mal, wir kommen jetzt genau hier raus. Das ist eine schöne Angelegenheit. Der Part wäre eigentlich schon lang genug. Hier wäre ein Speicherpunkt so gut, aber... Oh Mann, ich kann es einfach nicht lassen. Ich muss da jetzt weiter. Yikes! Schubs! Aber das ist zum Glück nur ein Go. Und der... Mann, oh Mann. Hier sind aber Massen von Gegnern. Wirklich Massen. Der Part ist ja noch nicht lang genug. Das ist ja der Witz. Hm? Wo war ich stehen geblieben? Naja, und der GBA... Der hat sich 88 Millionen Mal verkauft. Das ist zwar weniger als der Game Boy, also als der alte Game Boy. Also der Game Boy Advance, der hat sich ein bisschen nicht so gut verkauft. Aber dennoch ist das unfassbar viel. Und auf dem kam das erste Mario und Luigi raus. Und das ist natürlich kein Vergleich zu der Konsole des ersten Paper Marios. Der N64 hat ja nur 32 Millionen Mal verkauft. Und jetzt kommt schon Game Boy Advance 88 Millionen Mal. Das ist schon ein grober Unterschied, kann man sagen. Also, ja, die Mario und Luigi, das liegt ja halt immer an den Konsolen. Die Mario und Luigi verkaufen sich besser, weil sie halt immer auf den Konsolen sind, die sich besser verkaufen. Das ist ein Unterschied. Das liegt nicht an der Beliebtheit der Spiele. Wir kommen zuvor, Nintendo achtet leider, seit sie damals, also früher hat Nintendo schon auf die Beliebtheit geachtet, das hat man noch so in GameCube-Zeiten gemerkt, aber seitdem sie irgendwie nur noch so auf die Verkaufszahlen schauen, weil die Konkurrenz mit Microsoft so groß ist, achten sie meiner Meinung nach nicht mehr so wirklich auf die Beliebtheit der Spiele. Das ist irgendwie schade. Naja. Also, aber ich möchte Nintendo gar nicht richtig kritisieren, denn sie machen schon einige sehr gute Sachen. Ich freue mich schon auf das neue Zelda und das neue Paper Mario sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Ich bin voll abgelenkt und rede irgendwelchen Quatsch, weil die Katze da im Hintergrund was macht. Und ich kann mich auch gar nicht richtig konzentrieren, das nervt mich. Bitte. Ich habe immer noch keinen Namen für die neue Katze gefunden. Du lenkst mich ab, Katze. Kurz. So. Muss ich den Angriff dann mal hinkriegen. Was mich ein bisschen stört, dieser Block da, der ist immer... Ich schaue jetzt mal auf den 3DS an sich, weil... der Block, der verschwindet immer auf den oberen Bildschirm. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Okay, und mit den Katzen im Hintergrund schon gar nicht. So. Wobei stehen geblieben, naja, und bei Paper Mario, da kommt es mir echt so vor, achten sie nur auf die Verkaufszahlen. Und die Verkaufszahlen sprechen halt für Super Paper Mario. Warum sie trotzdem Stickers da machen? Ich meine, das war jetzt doch nicht so viel mehr als die Legende vom Millionentor. Ich meine, die Legende vom Millionentor, wir haben ja im letzten Part darüber geredet, aber das ist egal. Das ist ja schon Schnee von gestern, obwohl, den Party habe ich ja auch heute aufgenommen. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt weckt er den schon wieder auf. In dem Part haben wir echt nur gekämpft. So. Und Mario und Luigi
Schauen wir uns mal die Verkaufszahlen des DS an. 157 Millionen Mal verkauft. Das Bildschirm verdunkelt, so, jetzt geht's wieder. 157 Millionen Mal verkaufter DS. Das nenne ich doch mal was, oder? Der DS ist die meistverkaufteste Konsole aller Zeiten. Ja, wirklich. Also, ja gut, da gibt es ja auch so einen kleinen Konkurrenzkampf, kann man sagen. Nämlich die PlayStation 2 hat sich ja angeblich noch mal mehr verkauft. Also die PlayStation 2. Na Mann, das war jetzt umsonst. Das war jetzt umsonst. Oh, 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 Alter. Das ist ja so ein Konkurrenzkampf zwischen der PlayStation 2 und dem Nintendo DS. Sony, als er bekannt worden ist, ja, DS meistverkaufteste Konsole ever. Da ist Sony ja geradezu ausgerastet, weil, ja, was? Nintendo hat die meistverkaufteste Konsole? Frechheit, die hatten wir immer. Und dann haben sie, glaube ich, irgendwie die Verkaufszahlen verfälschen lassen oder irgendwas war da. Oder zumindest wollten sie das. Auf Wikipedia steht, glaube ich, dass die PlayStation 2 die meistverkaufteste Konsole ist. Aber das stimmt nicht. Der Nintendo DS ist besser. Und auch verdient denn der Nintendo. Ich frage mich irgendwie, warum hat die PlayStation 2 so einen Erfolg? Also wenn ich mir eine PlayStation kaufen würde, dann wäre die 2er irgendwie meine letzte Wahl. Also PlayStation 1, 3 und 4 haben viel mehr Kaufgründe. Die PlayStation 2, ehrlich gesagt, überhaupt gar keinen Kaufgrund. Ich verstehe überhaupt nicht. Also es gibt die anderen PlayStations, sind viel besser als die 2er. Und ich kann das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Wow, das war mal gut, das war mal gut, okay. Ich kann das bei der PlayStation 2 echt nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die PlayStation 2, finde ich ehrlich gesagt, sogar war Sonys größter Flop, muss ich ganz ehrlich sagen. Dem weiß nicht wieso, warum die so einen Erfolg hat, ich kann es ehrlich gesagt wirklich nicht beurteilen, denn, weiß nicht, ich mag die PlayStation 2 nicht. Also PlayStation 1 hat noch ein paar Kaufgründe, für mich persönlich. PlayStation 3 auch noch ein paar, vor allem Sonic 2006. Unleashed und, wie heißt das? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Ich möchte nicht kämpfen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich möchte heute einfach nicht mehr kämpfen. Ich möchte weiterkommen. Und die Katze kratzt im Hintergrund schon wieder am Sofa. Wir wollen mich gegen die Schuhbrecks. Die haben nämlich so eine Strategie, wo man nicht gewinnen kann. So. Okay, jetzt sind wir hier auf dieser anderen Seite der Brücke. Aber nein, links gibt es ja noch Items. Ja, ich bin vorbeigekommen. So. Okay, hier fällt das Ding jetzt höchstwahrscheinlich genau nach unten. Und von hier aus kommen wir dann höchstwahrscheinlich da hoch. Mann. Heute läuft's nicht. Zumindest in dem Part nicht. So, die Items hier nehme ich gerne mit. Was, das waren alles nur Pfeffer? Alter Schwede. Okay. Dann mal weiter im Text. So, ich gebe sie ja selber noch ein Item. Ein Ultratau. Ist immer gut. So, weiter geht's. Also die PlayStation 2, warum die meistverkaufteste Home-Konsole ist, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Naja. Aber Nintendo DS, der ist ja ein Erfolg. Und was für einer. Also der DS, der ist wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Genau, jetzt gibt das Labyrinth hier im Schuhpalast auch endlich mal einen Sinn. Jetzt sind wir hier, hier haben wir einen Speicherplatz. Ich weiß gerade gar nicht, wäre da oben jetzt schon das Finale? Also das wirkliche Finale? Ich schätze ja, ich glaube schon, ja, da oben war das Finale, also das richtige Finale. Okay, jetzt haben wir hier auch noch einen schönen Durchgang, hervorragend. Naja, und bei den Mario und Luigi ist halt auf den Handhelds und dementsprechend verkauft es sich besser. So, lesen wir uns mal diesen Text hier durch. Moment, so, zum letzten Kampf steht offen vorwärts Mario. Nö, den Text, den haben wir eh schon gelesen. Ja, den Text, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, die Katze kratzt schon wieder an der Tür. Aber ich glaube, im nächsten Part geht es wirklich schon zum wirklich großen Finale. Seid gespannt.